Die Konzentrationslager waren ein wichtiges Instrument für die Nationalsozialisten, um politische Gegner einzusperren, zur politischen Umerziehung. Das war das Ziel der Konzentrationslager. Das erste Konzentrationslager wurde gleich 1933 in Deutschland gegründet, nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Und Mauthausen war das erste Konzentrationslager in Österreich, nach dem Anschluss Österreichs 1938. Es gab in Österreich 50 Konzentrationslager, Mauthausen war also das Hauptlager und 49 Nebenlager. Insgesamt waren 200.000 Menschen in Österreich eingesperrt, mehr als 90.000 Menschen davon starben, also beinahe die Hälfte der Menschen. Die Todesrate war sehr hoch in Mauthausen, weil der Großteil der Menschen aus Osteuropa kamen. Aber Mauthausen war auch das größte Lager für Spanier. Circa 7.000 Spanier waren in Mauthausen eingesperrt und ein großer Teil von ihnen ist durch die harten Arbeitsbedingungen auch gestorben. Die Architektur in Mauthausen ist sehr speziell. Sie soll bereits psychisch einschüchtern, die Neuangekommenen. Das heißt, zuerst kam man beim Haupttor rein und musste sich an eine Mauer aufstellen. Klagemauer, so wie die Mauer in Jerusalem. Unsicherheit. Man wusste nicht, was passiert als nächstes. Man musste sich nackt ausziehen als eine Einschüchterung, Erniedrigung. Dann wurde man registriert, kam in die Baracke und kam zu seinem Arbeitskommando. Wo arbeite ich? Arbeite ich im Steinbruch? Arbeite ich in der Küche? Arbeite ich als Dolmetscher bei der Registrierung? Unterschiedliche Arbeitskommandos, unterschiedliche Wahrscheinlichkeit zu überleben. Der Steinbruch zum Beispiel war die härteste Arbeit im Konzentrationslager mit einer sehr geringen Lebenserwartung, weil die Arbeit sehr schwer war. Es gab nur sehr wenig zu essen, schlechte Qualität, meistens nur Flüssiges wie Suppe zum Beispiel. Also die Ernährung hat gerade ein Drittel der Kalorien gedeckt, die man gebraucht hätte, um halbwegs zu überleben durch die harten Arbeitsbedingungen. Mauthausen war ein internationales Lager. Menschen aus 40 Nationen waren hier in Mauthausen. Die ersten Häftlinge waren österreichische politische Häftlinge, aber dann mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs kamen auch sehr viele Polen nach Mauthausen. Franzosen, Spanier, Italiener, Russen aus der Sowjetunion etc. Die Spanier, die hier nach Mauthausen kamen, waren vor allem Spanier, die vom Zivilkrieg in Spanien nach Frankreich geflohen sind und die dann später als ausgesetzte Spanier nach Nazi-Deutschland kamen und so eben auch nach Mauthausen. Die Spanier waren sehr beliebt für Arbeiten im Steinbruch, aber auch um die Mauern zu gestalten, also um die Mauern zu bauen. In Nazi-Deutschland, also im gesamten Gebiet, das von den Nazis beherrscht wurde, gab es 22 Hauptlager, Konzentrationslager, und sehr viele Nebenlager, also um die 1200 Konzentrationslager insgesamt von Frankreich bis nach Polen, von Deutschland bis nach Italien. Es gab drei Niveaus von Konzentrationslagern, Lagerstufe 1, Lagerstufe 2, Lagerstufe 3. Und Mauthausen war ein Lager der Lagerstufe 3. Das heißt, hier bekam man ein Kürzel in seinen Einweisungsschein, Rückkehr unerwünscht. Man wollte also gar nicht mehr, dass die Häftlinge aus Mauthausen wegkommen. Das heißt, die Arbeitsbedingungen in Mauthausen waren für Konzentrationslager sehr, sehr schlimm. Es gab ja noch eine andere Art von Lager, das war das Vernichtungslager, wo Menschen ermordet wurden. Im Konzentrationslager ging es um Arbeit, Arbeitslager. Und Mauthausen als Lagerstufe 3 war irgendwo in einer grauen Zone zwischen Konzentrationslager und Vernichtungslager. Really? Das hier ist das Herz des Konzentrationslagers, der Kern des Konzentrationslagers, wo die Häftlinge untergebracht waren. Man sieht die Baracken, wo die Häftlinge schlafen mussten. Man sieht auch Baracken, wo Häftlinge gearbeitet haben, wie die Wäschereibaracke, die Küche, das Krankenhaus. Der Arbeitstag begann sehr früh, um 4.45 Uhr im Sommer, 5.45 Uhr im Winter. Danach kam es zum Appell. Das heißt, die Häftlinge wurden gezählt. Wer ist gestorben? Wer lebt noch? Dann war der Arbeitstag 11 Stunden. Sehr harte Arbeit. Und am Abend kam man zurück, hatte Abendessen. Und um 21 Uhr musste man in der Baracke sein. Man hatte also auch einige Minuten Freizeit,
Auch sehr interessant, was macht man in der Freizeit? Es gab einen großen Schwarzmarkt im Konzentrationslager, wo Dinge getauscht wurden. Ich habe 2 Zigaretten vom SS-Soldaten bekommen. Ich tausche es gegen ein bisschen Brot. Also wirklich sehr vielfältig, dieses Leben im Konzentrationslager. Und unvorstellbar. Really? Der Steinbruch war der Grund, warum hier in Mauthausen überhaupt ein Konzentrationslager entstanden ist. Der Stein, Granit, war qualitativ hochwertig und er konnte verwendet werden, um das Lager zu bauen, aber auch um verkauft zu werden. Hier sieht man auch das wirtschaftliche Interesse. Die SS hat sehr viel Geld verdient mit den Konzentrationslagern. Die Verbindung vom Steinbruch herauf zum Lager ist die Todesstiege, das Symbol von Mauthausen. 186 Stufen, wo die Häftlinge mit den Steinen am Rücken heraufgehen mussten. Eine sehr harte Arbeit. Die Steine wogen zwischen 40 und 60 Kilogramm, manchmal mehr als das eigene Körpergewicht. Und bis zu 16 Mal am Tag mussten die Menschen rauf und runter laufen. Also wirklich sehr, sehr harte Arbeit. Und die harte Arbeit in Verbindung mit dem schlechten Essen war auch die Haupttodesursache in Mauthausen. Die Häftlinge sind durch Erschöpfung gestorben. Mauthausen hat sich entwickelt. Es war von Anfang an nicht klar, wie es ausschauen wird. Man hatte mal mit einem Zelt begonnen, dann eine Holzbaracke gebaut, Stacheldrahtzaun, eine Mauer. Es ist immer größer geworden. Und als immer mehr Häftlinge gekommen sind, gab es immer weniger Platz. Das heißt, das Lager war ausgerichtet für 5000 Menschen. In Wirklichkeit waren 20.000 Menschen hier. Also 4-mal so viel, wie Platz war. Das heißt, man musste zu zweit oder zu dritt im Bett schlafen. Man konnte sich nicht umdrehen. Das ist für mich der wahre Horror im Konzentrationslager. Dieser tägliche Druck, dieser tägliche Terror, den man hier hatte, wenn man hier gelebt hat. Really? Der Nationalsozialismus war eine totalitäre Ideologie. Das heißt, er wollte die gesamte Gesellschaft umfassen. Nicht nur Politik, auch das Freizeitleben sollte umfasst sein, Vereine etc. Der Nationalsozialismus war eine rassistische Ideologie. Das heißt, durch die Genetik wurden die Menschen unterschieden. Du bist ein besserer Mensch als jemand anderes. Und in der Ideologie des Nationalsozialismus waren Deutsche, Arier, an der Spitze. Dann kamen Menschen aus Westeuropa und ganz unten waren Menschen aus Osteuropa, Russen oder Polen. Die galten als rassisch minderwertig. Gleichzeitig suchten die Nazis auch einen Sündenbock für Probleme. Um also die nationale Einheit zu sichern, suchte man einen Feind von außen. Und das waren in erster Linie die Juden. Also für alle Probleme, die es gab, sagte man, die Juden sind schuld. Und das ist auch die Gefahr für heute, wenn man nach Schuldigen sucht. Wenn man Probleme hat und sagt, du bist schuld. Mauthausen ist heute eine Gedenkstätte, ein Museum. Empezamos, porque entre idioma y idioma tiene que haber 2 segundos para cortar bien. Mauthausen ist eine Gedenkstätte, ein Museum. Und die Aufgabe von Mauthausen ist, Menschen zu zeigen, was hier passiert ist, damit sich das nicht wiederholt. Der Großteil der Besucher sind Schülerinnen und Schüler von österreichischen Schulen, aber auch von deutschen Schulen, die hierher kommen mit der Schule und einen Rundgang machen. Es ist in Österreich im Lehrplan für Geschichte als Empfehlung drinnen, dass man mit der Schule nach Mauthausen kommt und die Gedenkstätte besucht. Das Motto von Mauthausen ist ein Spruch, der steht im österreichischen Denkmal: Mögen wir aus dem Schicksal der Toten lernen. Also lernen wir aus dem, was hier passiert ist, damit sich das nicht wiederholt. Vor 2 Monaten gab es in Österreich Wahlen, Bundespräsidentenwahlen. Es gab eine Stichwahl zwischen 2 Kandidaten, einem Vertreter der Grünen und einem Vertreter der Freiheitlichen Partei. Die Freiheitliche Partei ist eine rechtspopulistische Partei, wie wir sie in Europa heute sehr oft finden, in Deutschland, in Frankreich, in Italien. Und was alle Rechtspopulisten in Europa machen, ist, sie grenzen sich vom Nationalsozialismus ab. Verbal. Sie sagen also, wir haben nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun, wir verurteilen den Nationalsozialismus, aber sie bedienen sich derselben Methoden. Propaganda, Populismus, einfache Lösungen,
billige Versprechen. Das haben wir auch in Großbritannien gesehen mit der Brexit-Debatte. Und in Österreich werden wir es nach dem Sommer wiedersehen, weil die Wahlen zum Bundespräsidenten wiederholt werden müssen. Das höchste Gericht hat gestern das Urteil aufgehoben, die Stichwahl aufgehoben, das heißt, die Wahl muss wiederholt werden. Das heißt, wir werden wieder diese Konfrontation sehen zwischen Rechtspopulisten und dem anderen Vertreter. Ich würde nicht sagen, dass alle Österreicher überzeugte Wähler der Freiheitlichen Partei sind. Es gibt eine große Proteststimmung. Proteststimmung in ganz Europa. Und im Moment hat Österreich eine Koalition zwischen Konservativen und Sozialdemokraten. Und der Protest der Bevölkerung richtet sich gegen diese beiden Parteien. Und der Protest äußert sich in der Wahl von Protestparteien, wie es die Freiheitliche Partei ist. Der Protest in der Bevölkerung geht in manchen Ländern in die linke Seite, wie in Deutschland, da gibt es die Linke, in Spanien mit Unidos Podemos und in Österreich ist die Protestpartei von der rechten Seite, die Freiheitliche Partei. Es ist immer gefährlich mit Vergleichen. Man darf also sicherlich nicht die Zeit des Nationalsozialismus mit der heutigen Zeit gleichsetzen, aber es gibt sicher gewisse Kontinuitäten, Parallelen. Die Suche nach dem Feind von außen. Das war im Nationalsozialismus, aber auch schon davor, der Antisemitismus. Die Juden als Schuldige. Die Angst vor dem Fremden. Und heute ist die Angst vor dem Fremden oft die Angst vor den Flüchtlingen, die vor allem aus dem islamischen Raum kommen. Sie stehlen die Arbeit, sie sind faul, sie wandern in unser Sozialsystem ein. Und hier ist es für die Populisten sicher sehr einfach, mit der Angst der Bevölkerung zu spielen. Es ist schwierig, Menschen zu überzeugen, dass sie nicht Angst haben. Angst ist immer gefährlich. Really?